Wusstet ihr eigentlich schon, dass normalerweise die meisten Krieger immer weiblich waren, denn woraus zücken sie ihr Schwert? Willkommen zum mythischen Narneval. Und heute geht's natürlich genau damit weiter. Wir haben das letzte Mal die OKH, das letzte Quest der ostkaiserlichen Händlergilde abgeschlossen. Und heute kümmern wir uns natürlich um das Hauptquest, den Haupt. Grund, warum wir überhaupt hier auf Solstheim sind. Allerdings werden wir vorher uns nochmal die sieben Sachen schnappen, die wir das letzte Mal vergessen haben. Und zwar wäre das einmal hier unsere Sachen, die wir hier abgelegt haben. Ne, der ist mal da liegen. Sind hier ein paar Sachen, die wir eben nicht mehr brauchen. So, und zwar müssen wir zuallererst mal, wir haben ja. Ich habe ja aufgehört mit dem Main Quest, da das ein bisschen zu hart ist, um den Charme ein bisschen zu leveln, damit ich nicht mehr so oft TGM einsetzen muss, was ja sehr gut geklappt hat. Hust, hust. Habe ich den Satz vergessen, den ich gerade eben angefangen habe. Nee, habe ich dann natürlich mit der OKH weitergemacht, um den Char eben zu leveln, wie ich gerade eben schon gesagt hatte. Kunigunde. Kurzer Gedächtnis nicht vorhanden, ey. Ich weiß, was ich vorhin gegessen habe, aber nicht, was ich gerade eben gesagt habe. Um den Char zu leveln, habe ich dann eben mit der OKH weitergemacht. Das haben wir abgeschlossen und jetzt machen wir mit dem Main Quest weiter. Wir müssen jetzt mit einer bestimmten Person reden. Ich schaue mal kurz, wer das war. Lucius. Okay. The fuck. Lucius. Lucius. Ich habe die Komplettlösung rechts neben mir, allerdings für das dritte Quest, das jetzt theoretisch gleich kommen wird, denn sobald wir hier erfahren haben, das war Jalil, und? Jalin. Was wünscht ihr? Ist ja unsere Nervbacke da unten. Ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher, dass der nicht hier ist, dass der. Also wir konnten ja auswählen, bei dieser Schmugglerbande konnten wir ja auswählen, ob wir hier unsere Amazone mitnehmen oder was wir gemacht haben oder den anderen eben, diesen Magier oder sowas. Und ich glaube, den müssen wir jetzt aufstöbern letzten Endes. Und die Frage, wo er sich umtreibt. Diese werden wir jetzt gleich klären, logischerweise. Ja, was übrigens danach dann kommen wird, ist die nervigste Questreihe, die es wahrscheinlich hier auf Blood Moon gibt. Ha, gefunden. Apropos gefunden. Den Göttern sei Dank, dass ihr zurückgekehrt seid. Ich sehe, dass Atoria nicht bei euch ist. Moment, der ist ein bisschen. Dieser Tag ist voller schrecklicher Neuigkeiten. Es gab einen furchtbaren Kampf und Hauptmann Karius. Jemand muss den Hauptmann finden. Es gab einen fürchterlichen Kampf. Wir wurden schlichtweg überrascht. Und kurze Zeit später bemerkten wir, dass Hauptmann Karius verschwunden war. Ich habe äußerst gründlich gesucht, jedoch kein Anzeichen von ihm gefunden, weswegen ich auch nicht denke, dass er tot sein könnte. Es waren wölfische Kreaturen. Abscheuliche und grimmige Grundtiere. Ihr müsst ihn finden, einer von Lächeln Ladies, ja, aber ich mehr als du. Am nördlichen Ende dieser Insel gibt es ein Norddorf. Sie werden vielleicht wissen. Sie wissen vielleicht, was vorgefallen ist. Ich weiß es nicht richtig. Ich weiß nicht so richtig, wie ich sie nennen soll. Natürlich habe ich Geschichten über Werwölfe gehört. Männer, die sich bei Anbruch der Nacht in Bestien verwandeln. Aber ich habe nie davon gehört, dass hier auf der Insel welche gesehen wurden. Kirchturm. Und dass so viele davon zusammen auftauchen, das ist mir auf jeden Fall auch neu. Norddorf. Gucken, ja. Es befindet sich an der nordöstlichen Spitze. Solstheims. Die Skal sind Naturanbeter und scheinen eine besondere Verbindung zu den Kreaturen der Insel zu haben. Wenn jemand den Angreifer kennt, dann sie. Ich zeichne es auf eurer Karte ein. 2. Gewinnt ihr Vertrauen und findet möglichst viel herein. Vielleicht müsst ihr lange bei ihnen bleiben, aber ihr seid dieser Aufgabe gewachsen. Geschrumpft. Hier nehmt das. Dies. Man fand es in einem ihrer Gräber. Gegenteil. Vielleicht akzeptieren sie es als ein Zeichen guten Willens haben. So, genau. Wir haben jetzt einen Schädel gefunden. Schädel eines Skalkriegers, den wir dann den mutmaßlichen Kannibalen natürlich zum Fraß vorwerfen werden. So. Wer also aufs Blätter steht, der ist hier auf jeden Fall falsch. Wir werden uns jetzt den ganzen Weg aufmachen. Von hier unten nach hier oben. Ah!
Einmal quer durch die Wildnis. Let's go. Wie hieß nochmal der Crocodile? Crocodile Hunter, der gestorben ist. Damals. Schon ein bisschen länger her. Deswegen auch damals. Schreibt es unter das Video. Ihr wisst bestimmt, wen ich meine. Dieser Crocodile Hunter. Den Typen fand ich eigentlich nicht schlecht. Der hat hier so, so nach dem Motto hier, ja, hier, ist die, gefährlichste Schlange der Welt auf jeden Fall. Niemals, greifen. Zack, rein mit der Hand. Fand ich herrlich. Okay. Einzeln die Arco-Range ziehen übrigens hier unsere wunderbare Stahlrim-Rüstung. Sehr geil, wie ich finde. Na? Am Bucken. Okay, komm her. Ich will mal ihren Geist. Mann, es ist nicht Kasper und deswegen habe ich auch keine Angst vor ihm und ich habe TGM an, glaube ich. Absicht. Gucken. Nee, ich hatte aus. Ha! Success! Alles klar, wir können sogar wieder in der Stube aufsteigen. So, auf die stille Treppe mit uns. Oh. Machen wir mal Strength. Yep. Endurance ist immer gut. Weiter geht's. Der gehe ich mal. Nevermind. Aus dem Weg, wollte ich eigentlich sagen. Salopp abgebrochen. Yes! Get down! Auf die Knie. Und get down. Come on. Selber geheilt. Verdammt! Und immer dieselben Spells. Also der erste Spell ist natürlich der Atemgeist und dann irgendwie so eine Giftwolke. Und dann greift es euch mit ihrem Winterwund euch an. Wie du das geheilt hast du nicht. Gut, brav. Und schlafen legen. Und zwar genau jetzt. Wunderbar. Okay, dann können wir mal kurz... Tieren könnt ihr, wie gesagt, größtenteils, außer Hawkern, ganz leicht ausweichen, indem ihr einfach hier in den Fluss geht. Allerdings hier eben auch aufpassen, ihr habt es ja in einem meiner letzten Let's Plays gesehen, oder Let's Play Parts, dass hier an, da mal ein Hawker, an den Küsten, also hier an der Seite zumindest, ja, Küsten können auch klein sein, auch ganz viele schlechter sein können. Und auch mal Hügelgräber. Kolfinas Behausung. Ich glaube, das könnte eventuell... Ja, das könnte mit einem Quest zusammenhängen, dass man hier auf Solzheim bekommt. Weg von denen. Ich will mich nicht nochmal mit den ganzen Schlechtern anlegen. Das ist nicht gut. Wir rennen querfeld ein, genau. Wunderbar. Da treffen wir eventuell auf Berserker, auf Bären, auf Wölfe. Und vielleicht einen Werwolf. Aber zumindest schon mal keine Schlechter, denn alles ist mir lieber als so eine gewalte Bande an Schlechtern. Das habe ich ja schon mal gesagt. Und auch die Rebellen haben hier eine relativ große Range. Ich komme mal ein bisschen näher zu euch. Na, wie fühlt sich das an? Banana. Au. Wollen wir rumblen? Ja, wir rumblen ein bisschen. Pucci! Auf den Bobbelist, komm her. Yep. Und das war's. Tschüss. Success. Noch mehr Wölfe. Es ist ja relativ kalt. Wo war der andere? Oh, hier haben wir. War das? Ja. Geil. Männchen, da werden wir gleich schon mal ein bisschen sneak peeken. Zu dem Haus gibt es nämlich auch noch ein kleines Quest. Sogar in der Festung, genau. Also auch wieder ein Side-Quest. Und dass wir uns dann direkt nach dem Hauptstrang widmen werden. Also werden wir in alle Hügelgräber reingehen. Und eben auch noch um die ganzen Side-Quests kümmern. Und wir sehen hier Mondzucker, die Droge in diesem Spiel und Onkel Schleckermauls Lied. Schauen wir mal rein. Ich rap mal. Das Lied von Onkel Schleckermaul. Hey, hey, ha, ho, ihr sollt schon sehen, zu der Werkstatt wird er gehen. Mein Onkel macht die Süßigkeiten, die uns im Winter freut bereiten. Wenn der Zucker schmilzt, die Kerzen scheinen, dringt das Glück in die Herzen ein. Hey, hey, ho, ho. Ha, ho, ihr sollt schon sehen, zu der Werkstatt wird er gehen. Onkel Schleckermaul geht schnell, darf nur kurz verweilen. Er will doch die Bonbons verteilen. Jedes Mädchen und jeder Junge singt. Am besten ist, was Onkel Schleckermaul bringt. He, he, ha, ho, ihr sollt schon sehen, zu der Werkstatt wird er gehen. Süßigkeiten, Süßigkeiten, Onkel Schleckermaul will allen nur Freude bereiten. Drum auf der Werkstatt, das will ich meinen, wo all die schönen Lampen scheinen. He, 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 ha, ha, ho, 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 ho. Das war doch mal geil, oder? Und was es mit diesen kryptischen Bushido-Versen auf sich hat.